Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Rex Camper V1 gebaut, unseren Überwachungssatelliten mit Ressourcenscanner. Bedeutet, wir können jetzt Minus nach Ressourcen scannen. Eine kleine Änderung will ich aber noch machen für die Startsequenz. Und das ist, zwei wenigstens kleine Booster dran zu hängen. Denn ich würde gerne wenigstens den Start nicht ansatzweise vermasseln. Die kriegen zwei so schöne kleine Booster dran. Das könnte aber zu eng sein. Bedeutet, wir brauchen größere Abstandshalter. Also tiefer auch. Zack. Zack. Dann das Ganze, dass wir natürlich wieder den passenden Chor finden. Und was natürlich auch sein muss, ist, weil wir ja danach den zurückfliegen sollten. Geht es überhaupt? Ah, fuck. Das ist ja ein anderer Spielstand. Da haben wir noch nicht die Technik für. Kacke! Was wir rein theoretisch machen können, ist hier und dann Probe-Droid setzen, zack. Und hoffen, dass der... Nee, klar ist nicht. Bedeutet, bearbeiten ein bisschen. Wir machen jetzt so. Zack. Passt das auch. Und dann tun wir noch ein bisschen Energy dranhängen. Zack. Energy ist dran. Dann kriegen die hier noch eine aerodynamische Spitze. Eine Spitze nach Aerodynamik-Style. Ups, die ist ein bisschen groß. Du, nee, zu klein. Du, viel zu groß. Dann wirstest du sein. Ja, perfekt. Dann kommen noch die Struts. Und einmal hier Struts. Zack, zack. Und dann schieben wir dich trotzdem so hin. Das ist jetzt die V1, die wird so gespeichert auch. Und ich würde sagen, die schicken wir auf den Weg direkt Richtung Mann zur Überwachung und zum Schauen, wo wir als erstes unsere Bohrer hinschicken, damit wir dort unsere Basis aufbauen können. Wenn wir Wasser haben, Nahrung können wir im Weltall anbauen. Das sollte also keine großen Probleme darstellen, aber wir können halt dementsprechend Forschung über den Mond betreiben und auch Raumschiffe nachführen, weil wir müssen nicht immer heimfliegen oder neu fliegen. 3, 2, 1, Liftoff. Und die Booster reichen sogar. Ich sehe jetzt keine Rakete mehr, ich sehe nur noch Raumschiff, Rauch. So ist nicht wieder Raumschiff. Das ist der Nachteil natürlich an Nachtflügen. Du siehst nur. Oh, warte mal, jetzt Probe Core, ne? Stopp zu. Oh Gott, ich bin dumm, wisst ihr das? Ich bin richtig dumm. Was haben wir denn vergessen? Das ist von Kerbal Space Program, normal ist man das so nicht gewöhnt. Engine auf High Quality setzen, Engine auf High Quality setzen. Du hast auch eine Engine dabei, deswegen kriegst du die auch auf High Quality gesetzt. Und ihr werdet auch auf High Quality gesetzt. Nochmal speichern, starten. Weil sonst geht das alles ja kaputt. Ich teste aktuell nicht auch in der 1.10 mit demselben Modpack, mit dem wir gerade spielen, einen Server und schau mal, wie das läuft, weil eigentlich ist ja sowas wie Kerbalism nicht unterstützt, aber probieren kann man es ja. Deswegen die Hoffnung stirbt bei mir zuletzt. Und ich würde sowas gerne im Multiplayer machen, mit riesigen Missionen, wo jeder auch sein eigenes Team hätte oder sowas, wo die Teams gegeneinander sich unterstützen oder sich Missionen auch geben.
dass es so eine Hauptbasis gibt und keine Ahnung, dann tut jeder sein eigenes Startup machen für spezielle Sachen, keine Ahnung. Wäre natürlich mega cool. Aber dementsprechend muss man sich erstmal auseinandersetzen mit welche Plugins braucht man, wie funktioniert das Ganze, geht das überhaupt mit dem Mod, mit dem Launcher und. Also nicht alles immer unbedingt so einfach. Ich würde sagen, dass wir jetzt schon mal alles an Hauptbooster hochdrehen, den bei 2000 hier mit einklinken lassen. Und zwar jetzt. Jetzt geht es direkt natürlich in Überschall. Der zieht einen jetzt raus. Auskoppeln und ade. Das schaut heftig aus. Wir reduzieren den Schub. Er steckt trotzdem. Jetzt müssen wir vorsichtig vorgehen. Jede falsche Bewegung könnte jetzt ein Verlust der Rakete heißen. Ausrichten und Boost. Und dementsprechend schießt natürlich jetzt unsere Rakete auch. Bisschen wieder runter. Ausrichten. Noch flacher. Und Boost. So. Und mit dem zweiten Schub machen wir dann den letzten Teil. Nee, wir haben eine Sonnenfinsternis. Wir haben eine Mond-Sonnenfinsternis. Schaut euch das an. Das habe ich noch nie gesehen. Also noch nie per Zufall. Oha. Aber jetzt wird erstmal die Nase entkoppelt. Ja, die ist nicht offen, Leute. Leute, da stimmt was nicht. Welche Nase habe ich jetzt entkoppelt? Ich habe gerade. Oh. Die hier oben. Egal. Die war ja eben jetzt hier. Wir tun direkt mal hier öffnen und hier das Solarpanel öffnen. Dass sobald wir wenigstens ein bisschen Licht kriegen, wir uns da Vorteile erarbeiten können. Hierher vorspulen. Abkoppeln. Das war ein lauter Knall, ganz ehrlich. Und wir gehen aus der Orbit-Oberfläche raus. Wie viel Antriebsschübe haben wir noch? 23. Und haben noch 2800. Das geht sich locker aus, denke ich. Auch noch für den richtigen Orbit. Manöver hinzufügen. Ne, stopp, zurück. Wie hoch ist das? 400.000 Meter zu hoch. Versuche jetzt schon in einen relativ passenden reinzukommen. Das schaut gut aus. Dann richten wir uns mal aus. Sehen tut man ja sowieso nichts, weil die Sonne ist weg. Und man kann es ja trotzdem versuchen. Energie schaut aber trotzdem gut aus. So, und dann
hierher vorspulen. Jetzt ist ja die Sonne wieder frei. Die Sonnenfinsternis ist vorbei. Bedeutet, jetzt sollten wir auch die Schönheit unserer Vessels sehen. Ja, direkt von vorne natürlich. Der Satellit ist noch verdeckt. Die Antenne können wir trotzdem schon mal ausfahren. Immerhin ist die weitreichendstere. Rirarus. Und dann spulen wir noch ein bisschen vor. Weil der Antrieb ist natürlich jetzt nicht so der stärkste, aber er hat halt dementsprechend Meter pro Sekunde. Was uns die entsprechenden Vorteile mitbringt. So. Und auf Vollboost gehen. Seht ihr schon, es schaut auch nicht mehr so stark aus, aber er hat halt das, was wir brauchen. Ne? Okay, so langsam geht es jetzt auch nicht. Und nachdem haben wir dann noch den zweiten Encounter. Oh. Interessant. Wir haben alleine in der Stage von dem Satelliten noch 500 ms. Bedeutet, wir können unseren Orbit so anpassen, wie wir das brauchen. Weil der Imager zum Beispiel muss immer auf dem Tag Fotos machen. Der kann danach keine Fotos machen. Ist natürlich klar, weil er braucht doppelt so lange wie der Ressourcenscanner wahrscheinlich. Ganz vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wie schaut das aus? Mal das mal weg. Der Mann konnte es sehr, sehr. Ach, scheiße, gegen rückläufig mal machen. Das passen wir noch an. Das schaut witzig aus. Das schaut aus, als ob wir irgendwie schräg vorbeifliegen würden. Passt perfekt. So wollen wir das haben. Dann lassen wir die Rakete jetzt vorspulen. Weil die ist natürlich für Langflüge ausgebaut. Die hat genug Zeug dabei. Um so ziemlich alles überstehen. Zwei kleine Tanks hier. Batterien. Mund begeht nun vorspulen. Vorhin haben wir auch nochmal eine große Batterie drin mit 2,8. Der sollte hoffentlich genug Zeit haben, um alles zu machen. Vor allem die Ressourcenscans werden wichtig, um genau herauszufinden, wo wir wie arbeiten wollen. Also das wird echt der interessanteste Part eigentlich. Genau herauszufinden, wo wir welche Aktion durchführen, damit das so funktioniert, wie wir es haben wollen. Manöver hinzufügen. Ich mache das erstmal richtig klein. Dann ziehe ich den Orbit nach oben, ziehe wieder so. Und das passt sich ja dann langsam alles an. So. 350. Bräuchten wir bitte auf der Seite 360. 352. Das würde passen, wenn ich richtig liege mit der Idle-Zahl. Die müsste hier nicht irgendwo. Warte mal, hier. Scan-Sensor. Ideal sind 70 Kilometer. Au! Total verschätzt. Auch 70. Oh. Au, au, au. Au. Na dann. Runter auf 70 Kilometer. Das hätte ich mir jetzt irgendwie nicht gedacht, dass 70 Kilometer da ist. Aber wahrscheinlich, weil ich beim anderen Spiel die hochwertigen Sachen nehme. Und die viel anders da aufnehmen. Das könnte natürlich ein Punkt sein. Wir werden auch nicht, glaube ich, ansatzweise den vollen Punkt verbrauchen. Zack. Hierher vorspulen erstmal. Ich sehe ein anderes Problem. Wir könnten da hinten keine Satellitenverbindung haben, wenn wir Pech haben. Dann werden wir... Oh, scheiße.
Hier vorspulen. Das könnte richtig eklig, wenn es sein muss. So richtig eklig so. Das ist Vollboost. Voll le booste. Le booste, booste. Das hasse ich, wenn ich diese Manöverpunkte nicht automatisch ausführen kann. Das kriege ich immer einen Krisenanfall. Das hatte ich in meinem privaten Spiel auch. Da kann ich so die Anfälle bekommen, wenn ich die nicht automatisch ausführen konnte. Wie nah sind wir dran? 70, 71, das ist gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass wenn ich nach da hinten vorspule, YOLO. Ja klar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dass ich eine Verbindung bis zu Minmus habe und über Minmus spiele. Das ist eine geile Sache. Hier vorspulen. So, jetzt haben wir eine Hauptverbindung wieder. Und vorsichtig pusten, zack. Und dann kommt jetzt der spannendste Teil. Wir müssen ihm sagen, wovon wir steuern wollen. Von hier steuern und entkoppeln. Sollten vielleicht erstmal und dann uns wieder antiradial ausrichten. Der kriegt jetzt einfach einen Bodenflug mit voller Geschwindigkeit. Dann ist er nicht auch gleich weg. Zack. Dem können wir jetzt schön Ade sagen und unserem Satelliten Wechsel zu, der Rex-Mapper. Der sagen wir, dass er bitte scannen soll. Piep. Wir richten dich noch brav aus. Ausgerichtet bist du. Fotos brauchen wir eigentlich nicht so dringend wie unseren Ressourcenscan. Somit wird der Ressourcenscan jetzt gestartet. Hat der wahrscheinlich. Wir können ja mal währenddessen den Visual Scan auch starten. Und schauen, ob wir ins Minus kommen. Nee, kommen wir nicht. Und dementsprechend startet jetzt auch der Ressourcenscan. Und mit dem können wir jetzt einiges hoffentlich machen. Bedeutet, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Mal werden wir hoffentlich so weit sein, dass wir unsere erste Stationsteile Richtung Mann schicken können und die erst in Docken, Dock-Performances durchführen können und vielleicht sogar den ersten Wassermondbohrer bauen, damit wir bald in der Zukunft genügend Bohrer haben und genügend Vorräte, um eine Kompanie oben halten zu können, die dafür sorgt, dass wir auf dem Mann Raumschiffe bauen können. Also, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.